Immer neue Rekorde an den Börsen. Aktien sind teuer geworden, aber nicht überall. Es gibt Börsen, die jahrelang stark zurückgeblieben sind und die jetzt aber wieder anspringen. Und um diese Börsen geht's heute. Herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es um die Börsen, die in den nächsten Jahren die interessantesten sein könnten. Vorher noch eine kurze Anmerkung zu meinem letzten Video, das Video zu China und zu den Kryptowährungen. Auch wir hier arbeiten intensiv seit Jahren an der ultimativen Währung und wir haben jetzt einen Durchbruch geschafft. Weltpremiere der Zukunftsmärkte-Dollar. Ich hoffe, man kann alles hier gut sehen. Wir haben hier schon mal ein anspruchsvolles Design. Weitere Eigenschaften sind eine laufende Seriennummer, dann meine Unterschrift und jeweils auch ein individueller Kaffeefleck, somit unfälschbar. Und das Ganze natürlich mit notarieller Beglaubigung, streng limitiert auf nur 100 Stück. Und wir verhandeln außerdem gerade über die Akzeptanz als offizielles Zahlungsmittel mit PayPal und mit Venezuela. Meine Damen und Herren, das ist wirklich das Geld der Zukunft, weil, wie gesagt, streng limitiert erstens und zweitens Notenbanken unabhängig. Und angesichts der Tatsache, dass 19 Billionen US-Dollar im Umlauf sind, aber nur 100 Zukunftsmärkte-Dollar, wo liegt wohl der faire Wert vom Zukunftsmärkte-Dollar? Sie sagen es, ist ein hübsches Sümmchen. Ich gebe Ihnen aber einen kleinen Preisabschlag, wenn Sie einen kaufen wollen. Was will ich damit sagen? Geld ist eine Konvention. Geld hat keinen Wert an sich, auch nicht Gold und auch nicht Kryptowährungen. Dieser Wert hängt immer davon ab, was gerade in der Welt so passiert, aber eben auch von unserer Wahrnehmung und vom Sentiment, das gerade vorherrscht. Behalten wir das im Hinterkopf. Was außerdem passiert ist, ich habe im letzten Video so, ja, dahin gesagt, ich könnte ja mal auch was zum chinesischen Kohlesektor machen. Und da haben etliche von Ihnen dann tatsächlich geschrieben, oh ja, gern, das interessiert mich auch. Und da muss ich sagen, das hat mich wirklich gefreut. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass das ein Thema ist, das interessiert keinen Menschen. Ist aber wohl offensichtlich nicht so, woran man auch wieder sieht, was für fantastische Zuschauer dieser Kanal hat. Und dafür kriegen Sie von uns nächste Woche ganz ausführlich einen Zukunftsmärkte-Report mit den drei wichtigsten chinesischen Kohleaktien und natürlich mit einer Einschätzung zum gesamten Sektor. Viele glauben ja, der Kohlesektor ist tot. Und auch in China ist es so, der Anteil von Kohle am Primärenergieverbrauch geht natürlich zurück. Er liegt aber da immer noch bei 57%. Und China braucht viel Strom und China plant und entwickelt zurzeit neue Kohlekraftwerke mit einer Kapazität von 250 Gigawatt. Das ist mehr als das Doppelte der deutschen Kraftwerkskapazität insgesamt. Trotzdem liegen die chinesischen Kohleaktien am Boden. Es ist also eine Konstellation, die nicht ganz uninteressant ist. Und falls Sie die Zukunftsmärkte-Reports von uns noch nicht kriegen, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und damit sind wir schon nah dran am heutigen Thema. Es geht ja um die Börsen, die noch günstig sind und die in den nächsten Jahren aber outperformen könnten. Und diese Börsen sind, tada, die Emerging Markets, die Schwellenländerbörsen. Börsen. Jetzt sagen Sie vielleicht, na was für eine tolle Überraschung, der Typ macht doch in Emerging Markets, ist doch klar, dass er das sagt, was soll er auch sonst sagen? Aber ich habe für das, was ich heute sage, meine Gründe.
Die klassischen Emerging Markets und die klassischen Argumente für die Emerging Markets, die kennt jeder. Man kann sie teilweise schon gar nicht mehr hören eigentlich. Es spricht natürlich vieles für die Schwellenländer. Die Demografie, der wachsende Mittelstand, das Wachstum, die Verlagerung von Arbeit und von Wohlstand in die Schwellenländer aus den reichen Ländern heraus. Ein deutlich höheres Wachstum auch. Die Emerging Markets stehen für 80% der Weltbevölkerung, mittlerweile für 40% vom globalen Bruttoinlandsprodukt und vor allem aber eben auch für 70% vom globalen Wachstum. Und im Corona-Jahr 2020, da dürfte der Unterschied noch drastischer gewesen sein, weil da gab es ja so gut wie gar keine Volkswirtschaften mehr, die noch gewachsen sind oder die überhaupt gewachsen sind. Und diese wenigen, die überhaupt noch gewachsen sind, die waren in den Schwellenländern, also China, Vietnam, die Türkei, Taiwan und so. Die Fundamentaldaten sehen also deutlich besser aus für die Emerging Markets als für die übrigen Länder. Darum hätten sich eigentlich auch ihre Börsen besser entwickeln können. Das haben sie aber nicht. Wir haben hier die Entwicklung der großen MSCI-Indizes in den letzten 10 Jahren. Orange die USA, blau der MSCI World Index, der ja immer gern gesehen wird als so eine Art Weltaktienportfolio. Und grün der MSCI Emerging Markets Index. Da sehen wir, das Ganze klafft schon extrem auseinander. US-Aktien haben sich innerhalb von 10 Jahren verdreifacht. Der MSCI World Index, der hat sich auch mehr als verdoppelt. Nur der MSCI Emerging Markets Index, der hat sich fast überhaupt nicht bewegt. Der ist auch zum Beispiel in den Jahren 2018, 2019 schlecht gelaufen. Und er zieht erst jetzt wieder an. Das hat aber auch Vorteile. Wir haben nämlich erstens aus charttechnischer Sicht bei diesem Index jetzt einen Ausbruch, sowohl über das Hoch von 2011 als auch über das von 2018 und das aber immer noch von einem relativ niedrigen Niveau aus. Und niedriges Niveau heißt ja oft auch günstigere Bewertungen. So richtig günstig sind die Bewertungen natürlich nirgends, weil ja die Corona-Epidemie die Unternehmen überall auf der Welt stark belastet. Aber es gibt trotzdem Unterschiede bei den Bewertungen. Der MSCI Emerging Markets Index, der ist bewertet mit einem Durchschnitts-KGV von 15 zum Beispiel. 15 auf die Gewinne, die erwartet werden 2021. Beim MSCI USA liegt das Ganze schon bei 23. Das gleiche beim Kurs-Buchwert-Verhältnis. Da haben wir beim MSCI Emerging Markets Index eine Bewertung von 2,0, beim MSCI USA aber von 4,4. Die werden also schon mit dem Vierfachen von ihrer Substanz bewertet. Und der Bewertungsunterschied, der ist damit vielleicht zwar nicht mehr so hoch, wie er in dem Corona-Crash war oder kurz nach diesem Corona-Crash, aber wenn man den mal außen vor lässt, dann ist er immer noch so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und damals, vor 20 Jahren, da gab es danach dann eine deutliche Outperformance der Emerging Markets. Warum haben sich diese Börsen eigentlich so schlecht entwickelt die letzten 10 Jahre? Wie vorher gesagt, Fundamentaldaten und Entwicklungen in der realen Welt, das ist das eine. Es gibt aber eben auch Sentiment und es gibt die Art und Weise, wie die Dinge wahrgenommen werden am Markt. Und ein Grund für die Underperformance ist sicherlich, dass es vorher eine Outperformance gegeben hat in den Jahren vorher. Dann zweitens, die Emerging Markets sind lange wahrgenommen worden, vor allem als Rohstoffländer. Was unsinnig ist in vielen Fällen, also zum Beispiel China oder Indien, das sind ja jetzt Rohstoffimporteure, keine Exporteure. Aber vor allem für Öl, aber auch für andere Rohstoffe waren die letzten 10 Jahre nicht gut. Und noch 2007 war es so, dass Rohstoffe und Energieunternehmen im MSCI Emerging Markets 30% von der Gesamtgewichtung ausgemacht haben. Also Firmen wie PetroChina, Petrobras, Gazprom, Lukoil und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr so. Auch da ist jetzt der wichtigste Sektor mittlerweile der Technologiesektor. Und die Aktien aus dem Technologiesektor sind auch in den Schwellenländern gestiegen. In den letzten Jahren. Zumindest die großen Technologieunternehmen, also Tencent, Alibaba, Samsung, Meituan und so weiter. Die kleinen noch nicht so, aber die großen schon.
Und der dritte und der entscheidende Grund, der ist aber der, dass sich seit der Finanzkrise die Welt ja schlagartig verändert hat. Wir haben in den USA und in Europa eine nie dagewesene Stimulation gehabt durch Verschuldung und durch Niedrigzinsen. Und dadurch hat sich eben auch die Wahrnehmung stark verändert. Die westlichen Börsen waren quasi unverwundbar in der Zeit oder galten als solches. Und das, was wir in den Emerging Markets hatten, nämlich mehr Substanz, mehr Gewinne, das hat an Bedeutung verloren. Am Anfang war es noch nicht so, da haben gerade die Emerging Markets direkt nach der Finanzkrise stark profitiert, von 2009 bis 2011, weil in den Emerging Markets gab es ja noch Renditen, da ist Kapital in die Emerging Markets geflossen. Aber man war gleichzeitig danach die ganze Zeit davon besessen, dass dieses Kapital eben auch wieder zurückfließen dürfte, wenn die Zinsen im Westen wieder steigen, sich normalisieren. Das war immer die große Drohkulisse, das sogenannte Taper Tantrum. Und zumindest im Dollarraum sind die Zinsen irgendwann dann ja auch mal wieder ein bisschen gestiegen. Das hat dann stark belastet. Die Wahrnehmung der Emerging Markets, die hing also extrem davon ab, wie hoch das Zinsniveau im Dollarraum ist. Diese Besessenheit mit dem Dollar, das gibt es schon lang. Wenn der Dollar fällt, dann muss alles andere sozusagen steigen und umgekehrt. Und bei den Emerging Markets ist das besonders extrem. Wir sehen das hier in der Grafik vom Vermögensverwalter Schroders aus London. Das Grüne ist ein breit gefasster Dollarindex, invers, also umgekehrt. Und das Blaue ist die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets Index relativ zum MSCI World Index. Und wir sehen ganz eindeutig, wenn der Dollar schwach ist, dann haben wir eine Outperformance der Emerging Markets und umgekehrt. Und diese Korrelation ist eben auch unglaublich stark, sodass man leider wirklich sagen muss, die Anleger beurteilen die Emerging Markets nicht danach, wie es dort läuft, sondern danach, wo der Dollar gerade steht. Das hat Konsequenzen auch in der aktuellen Lage. Es ist nämlich so, seit der Coronavirus-Krise ist der Dollar angeschlagen. Diese Dollarstärke vorher, die war ja auch schon umstritten. Also die USA haben ja schon lange ein hohes Haushaltsdefizit und auch ein hohes Außenhandelsdefizit. Und unter dem Aspekt war der Dollar eigentlich die ganze Zeit überbewertet. Er hat aber einen großen Vorteil gehabt die ganze Zeit. Das Zinsniveau in den USA, das war immer noch deutlich höher als das in Japan oder das im Euroraum. Nur auch dieser Vorteil hat sich jetzt stark relativiert. Jetzt will eben auch die Fed den Leitzins mindestens bis 2023 wieder halten auf 0 bis 0,25%. Dementsprechend ist der Dollar jetzt angeschlagen. Für fast alle anderen Assetklassen ist es gut und für die Emerging Markets ist es aber ganz besonders gut. Das ist schon mal das eine. Das ganz andere ist, dass diese ganzen Korrelationen ja sowieso überholt sind letzten Endes und durch die tatsächliche Lage überhaupt nicht mehr gerechtfertigt. Diese Rohstoffkorrelation sowieso, aber eben auch ganz genauso diese Dollarkorrelation, weil sie nämlich davon ausgeht, dass es nur in den USA Kapital gibt, dass das Kapital von dort reingeht und wieder raus. Und das Verhalten von diesem hypothetischen US-Anleger, das wird auf der ganzen Welt nachvollzogen momentan. Es ist aber völlig unsinnig im Grunde. In der Realität wäre es eigentlich so, dass ja viele Unternehmen in den Schwellenländern von einem starken Dollar sogar profitieren, weil sie ja in den Dollarraum exportieren. Und auch dieser Generalverdacht, von dem man oft hört, dass die Schwellenländer eben so stark in Dollar verschuldet sind und dass sie deswegen leiden würden, wenn der Dollar steigt und dass dann ihre Währungsreserven schrumpfen und so weiter, auch das trifft vielleicht in einigen Fällen noch zu. Aber im Großen und Ganzen insgesamt haben wir auch das viel, viel weniger als früher. Die Schwellenländer haben da ihre Lektion natürlich auch gelernt. Hier ist eine Grafik von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton. Links, wie sich die Fremdwährungsreserven entwickelt haben. Die Grafik ist nicht mehr ganz neu, aber wir sehen schon deutlich, Anfang der 90er Jahre
oder nein, umgekehrt, seit Anfang der 90er Jahre, da haben die Schwellenländer deutlich höhere Reserven, und zwar in sämtlichen Regionen. Und rechts dann die Verschuldung, die Struktur der Verschuldung, blau in eigener Währung, grün in US-Dollar. 1999 war es tatsächlich noch so, über die Hälfte der Verschuldung war in Dollar. Das hat die Länder bei einem steigenden Dollar eher anfällig gemacht. Aber inzwischen liegt die Verschuldung in Dollar nur noch bei ungefähr 10%. Es gibt also überhaupt keinen Grund mehr, dass man jedes Mal panisch wird für die Emerging Markets, wenn der Dollar steigt. Das ist in den meisten Fällen nur noch ein Reflex ohne jeden Sinn. Und ich hoffe, dass die Marktteilnehmer das irgendwann auch mal kapieren. Wir erleben es vielleicht nicht mehr, aber vielleicht ja irgendwann mal unsere Enkel dann. Und wenn wir schon bei der Verschuldung sind, hier nochmal was von Franklin Templeton. Das ist die Verschuldung der Unternehmen und der Haushalte. Was die Staaten betrifft, das habe ich Ihnen ja früher schon öfter mal gezeigt, die Verschuldung der Staaten relativ zum Bruttoinlandsprodukt, die ist in den reichen Ländern mehr als doppelt so hoch wie in den Emerging Markets. Aber wie Sie hier sehen, es ist auch bei den Unternehmen so, zum Beispiel die Unternehmen links. Das Ganze wird verzerrt allerdings durch China. Da haben wir viele sehr große Unternehmen aus dem Staatssektor, die hoch verschuldet sind tatsächlich. Aber wenn man China rausnimmt, dann ist auch bei den Firmen die Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt in den Schwellenländern nur halb so hoch wie in den reichen Ländern. Und genauso ist es bei der privaten Verschuldung. Es stimmt zwar schon, die Verschuldung der Haushalte zieht in den Schwellenländern an, weil es eben so ist, dass viele Haushalte überhaupt erst die Möglichkeit hatten, in den letzten Jahren sich überhaupt mal Hypotheken und Konsumkredite zuzulegen. Aber trotzdem, der Verschuldungsgrad auch da ist immer noch deutlich niedriger. So viel mal zu den ach so unsoliden, ach so anfälligen und fragilen Emerging Markets. Aber Schulden sind natürlich toll zurzeit. Schuldenfinanzierte Stimuli-Programme sind toll, Nullzinsen sind toll. Das ist das, was die Märkte zurzeit wollen und das, was von den Märkten belohnt worden ist in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, das Ganze ist eben auch eine Frage der Wahrnehmung, die sich auch mal ändern kann. Und irgendwann wird sich die Lage ja wohl auch mal wieder normalisieren und dadurch kommen wir irgendwann mal sicherlich auch an einen Punkt, wo die Anleger nicht mehr nur darauf schauen, wer eigentlich die meisten Schulden macht, sondern auch darauf, was haben die einzelnen Länder wirklich auf der Pfanne und wo bekomme ich für mein Geld am meisten. Und das sind eben die Emerging Markets. Und angesichts der Kapitalflüsse in den letzten Monaten, wo viel Kapital wieder in die Emerging Markets zurückgegangen ist, und angesichts des schwachen Dollars und des höheren Wachstums und der besseren Staatsfinanzen, aber eben vor allem angesichts der Bewertungen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nochmal ein Jahrzehnt haben werden, wo sich die US-Börsen verdreifachen und wo sich in den Schwellenländern gar nichts tut. Sondern umgekehrt. Das Ganze kommt eben nicht sofort vielleicht auch nicht ohne Rückschläge. Aber ich denke, trotzdem ist die Chance hoch, dass die Emerging Markets im nächsten Jahrzehnt die Outperformer sind. Es wäre auch nicht das erste Mal. Die letzten 10 Jahre sind nicht so gut gelaufen, das haben wir gehört. Aber zum Beispiel vor der Finanzkrise von 1999 bis 2007, da ist der Standard & Poor's Index nur um 38% gestiegen, aber der MSCI Emerging Markets Index um 420%. Das sind eben so die Zyklen. Es muss jetzt nicht wieder so kommen, zwangsläufig, aber es zeigt auch, es ist nicht unmöglich. Von uns gibt es jetzt erstmal den Zukunftsmärkte-Report zu den chinesischen Kohleaktien. Damit sind Sie dann auch schon gleich direkt drin im Thema. Also nicht vergessen, tragen Sie sich ein für die Zukunftsmärkte-Reports, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Und hier auf dem Kanal, da geht es nächste Woche mal speziell um die Politik der internationalen Notenbanken und um die Folgen. Es wird zwar immer viel gesprochen, aber es wird manchmal lapidar darüber gesprochen und am Rande, man nimmt es auch immer so ein bisschen als gegeben hin. Und dafür ist es aber zu wichtig und auch zu extrem, diese ganzen Entwicklungen.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie wieder dabei sind nächste Woche. Am besten Kanal abonnieren und auch die Glocke drücken. Dann kriegen Sie auf jeden Fall mit, wenn das neue Video da ist und verpassen auch sonst kein Video mehr von mir. Information ist wichtig. Sie wollen ja erfolgreich investieren. Sie wollen ja Geld verdienen, damit Sie sich irgendwann auch mal Ihren ersten Zukunftsmärkte-Dollar kaufen können. So oder so, viel Erfolg Ihnen, alles Gute und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.